Die erste Fahrradstraße in Cottbus befindet sich in der Puschkin-Promenade. Dies ist ein weiteres Starterprojekt aus dem Handlungskonzept Innenstadt und soll als Pilotprojekt dienen, um die Einrichtung weiterer Fahrradstraßen zu ermöglichen. Heute wurden die entsprechenden Beschilderungen installiert und eine neue Markierung ist bereits aufgebracht. Radfahrer haben nun Vorrang und dürfen nicht durch den Autoverkehr behindert oder gefährdet werden. Für alle gilt ein Maximaltempo von 30 km/h. Und für die Autofahrer gelten weiterhin die Einbahnstraßenregelungen. Das Parken für Anwohner, Gäste und Lieferservice bleibt wie gehabt bestehen. Eine der wichtigen Änderungen ist, dass die Puschkin-Promenade an der Kreuzung zur Ludwig-Jahn-Straße bevorrechtigt ist und somit die Fahrradfahrer durchfahren können. Durch die neue Fahrradstraße ist nun auch ein möglichst sicherer Weg zu den dort befindlichen öffentlichen Einrichtungen gewährleistet. Das gesamte Projekt soll dazu beitragen, dass Radfahrer die Straßen nutzen und somit die angrenzenden Parkanlagen den Fußgängern vorbehalten werden.